Guten Tag, liebe Freunde. Also, wir beginnen unsere Reise durch Deutschland. Unsere erste Haltestelle ist Stadt München, die im Süden Deutschlands liegt und Hauptstadt Bayern ist. In München gibt es viele Sehenswürdigkeiten. Jetzt besuchen wir einige. Das sind Glyptotheca und Propylei und Bayern Nationalen Museum. Und jetzt wird kommen nach Frankfurt am Main. Dort gibt es Goethehause und alte Oper. Wir fahren weiter. Unsere dritte Haltestelle ist Köln, die Stadt in berühmt der römischen Siedlung, die heißt Pretoria. Wir kommen nach Bremen, wo das Bremens Stadtmusikanten-Denkmal sich befindet. Noch besuchen wir hier den sehr schönen Vergnügungspark und alte Kathedrale Heilige Peters. Und jetzt sind wir in Hamburg. Das Wahrzeichen ist Kathedrale Heiligen Michael. Die größte Uhr in Deutschland gibt es hier. Und jetzt fahren wir in die Hauptstadt Deutschlands, Berlin. Hier gibt es den Berliner Zoo, das Brandenburger Tor und der Berliner Rathaus. Wir kommen nach der letzten Stadt, das ist Dresden, wo es die Schloss Moritzburg und Porzellanmuseum gibt. Und das sind alles für heute. Andere Sehenswürdigkeiten werden wir im nächsten Mal besichtigen. Bis bald. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.